Was geht ab, meine Freunde? Zu einer weiteren Folge Craft Attack, aber nicht alleine, sondern mit dem Kevin. Moin zusammen! Der liebe Kevinson, der ist auch gerade am Streamen, ne? Jo, nebenbei. Was streamst du denn? Craft Attack? Ja, natürlich. Ne? Ich würde mal sagen, ich habe mit dir noch keine Folge Craft Attack aufgenommen. Wo lungerst du gerade und warum? Ich bin hinter dem JB seiner Eisengolem-Farm. Ich habe mich da ein bisschen aufgebaut, so, weil da Platz ist. Ach, da lebst du? Ja, genau, da bin ich mein Haus am Bauen. Wenn du das angucken willst, können wir gerne kurz vorbeischauen. Das heißt, du willst dich da sesshaft machen, Kinder zeugen, fünf. Ja, und nebenbei mit Zander halt hier diesen Bauernhof da hinten bauen. Ich habe da heute schon ein bisschen das Land gerade gemacht, kann man so sagen. Ah, guck mal hier, schöner Boden. Schämst du dich nicht, bisschen Glowstone 5 Millionen Stück zu haben? Ey, weißt du, wie lange ich im Nether gesucht habe, weil ich ja schon alles abgefarmt habe? Alter, was hast du denn hier für einen krassen Weg gemacht? Hauptsache wir bleiben hier vor bei den oldschoolen Gravelwegen und du kommst mit so voll dem Königsweg. Ich hab gedacht, der passt zum Haus. Ich hab schon Angst, dass der JB dir sagt, mach den weg, der sieht zu gut aus oder so. Dann hier um die Farm herum. Ja, schön. Ja, hier sollen noch so Hecken hinkommen, hatte ich mir gedacht. Und da, mein Haus ist aber noch nicht fertig, ne? Da kommen noch ein paar Dinger dran, so. War ein Creeper. Attacke. Oh, sorry. Kein Problem. Dein Helm ist kaputt gegangen, glaube ich. Ja, der war schon kaputt vorhin die ganze Zeit. So, hier läuft was. Hier kann man auch ein bisschen trinken nachts. Ja, ne? Das ist, falls man Durst hat. Aber auch tagsüber. Ja, ist auch, ja, das ist auch. Da kann alles dran korrekt trinken. Fichtenbäume. Ah. Alles klar. So, jetzt gehen wir erstmal hier durch. Ja, sieht schön aus mit dem Glas auf jeden Fall. Ja, das hat der Zander gebaut. Das sieht nicht schön aus. Eine Blume hat er mir geschenkt, als Willkommensgeschenk. Voll gut. Hier schenken dir auch das beste Nahrungsmittel, was es in Craft Attack gibt. Hast du das schon? Goldene Karotten, meinst du? Ja. Ich hatte schon zwischendurch welche. Ich habe mir jetzt ganz viel Steak besorgt. Oh, dankeschön. Aber die sind noch besser. Okay, oh, vielen Dank. Kein Problem. Ja. Brauchst du Diamanten oder so auch? Ich habe auch noch. Oh, ich habe drei Stacks fast. Ah, cool. Diamanten habe ich schon viel gefarmt gestern. Warum läufst du dann eigentlich noch mit einer Eisenrüstung so? Ich voll geizig bin. Ich habe keinen Bock, die zu benutzen. Ja, gut, jetzt habe ich die nächste Blume hier am Start, okay. Ah, guck mal, hier kann man noch. Ja, da fehlt noch eine Tür. Ich hatte die noch nicht. Ja, hier sollen dann auch noch so Räume drankommen an das Haus. Mhm. Gut, jetzt gehen wir mal nach unten. Ja, und unten kommen dann halt die ganzen Farmen hin: Getreidefarmen, Möhrenfarmen. Ja, ich hatte die auch mal so groß, aber dann habe ich mir gesagt, komm, machst du vollautomatische Farmen. Ja, ich will die auch automatisieren. Also hier oben, wenn du dich genau auf diese Holzdinger stellst und guckst, da ist das ja ein höher. Dieser Glowstone, der soll mit einem Pisten zur Seite gezogen werden später und dann soll da Wasser rauskommen, dass das dann alles hier so sich verteilt hat, dass ich die nur noch. Ja, das hatte ich dann später auch. Dann hatte ich darauf keinen Bock mehr nachzupflanzen. Und dann habe ich das mit den Villagern da gemacht. Ach so, okay. Ja, das mit den Villagern habe ich schon gesehen, ey. Das ist schon echt heftig, was da produziert wird. Ja, ich musste eigentlich noch 7000 Kisten mehr installieren. Ich glaube, ich mache das jetzt auch mal. Ich muss noch ein riesen Lagersystem bei mir auf jeden Fall mal bauen, weil bei mir ist immer Chaos pur, ey. Ja. Jens hat ja auch richtig viel Eisen, unverschämt. Ja, der hat ja auch da seine Eisengolem-Farm, die ganze Zeit im Betrieb ist, ey. Vor allem, du musst ja bedenken, die ist noch richtig klein. Das gibt's, ich wollte eigentlich eine bauen, aber ich hatte ja eine Zeit lang kein Internet wegen meinem Umzug. Und dann kam der liebe Jabe und hat das schon übernommen, die Arbeit, und hat dann so eine kleine gebaut. Okay. Und da gibt es noch eine, da gibt es einfach eine viel krassere, die hat auch drei Ebenen. Junge, da ist unnormal was da. Wir können ja gucken, ob wir so eine hier bauen können. Dann können wir vielleicht mehrere, kann man sowas eigentlich machen, dass man mehrere Häuser damit verbindet, wo das Eisen dann hinläuft praktisch. Ja, eigentlich schon. Halt per Dropper und dann halt per Zufallsprinzip, ne? Ja, weil dann Wo der halt zufällig hingeht. Könnten wir alle zusammenschmeißen, bauen wir so eine riesige Eisenfarm. Ja, das ist natürlich auch krass, ne? So, ich geh jetzt erstmal zurück. Hast du schon mein Haus eigentlich von innen gesehen? Ja, ich war da, ich musste deinen Ofen einmal benutzen. Oder ein paar Mal. Der ist auch cool. Ja, der ist richtig geil. Ich muss den auf jeden Fall auch bauen, ey. Das ist so übertrieben schnell, wie das geht. Kannst du bei Jens gucken. Der hat ja, das habe ich schon, habe ich auch bei YouTube schon verlinkt. Gesundheit. Boah, ich habe gerade genossen. Oder genießt, wie nennt man das? Genießt. Lass mal in den Kommentaren fragen, was die Menschen denn so Schönes dazu sagen. Heißt es genossen oder heißt es genießt? Weil eigentlich heißt es ja niesen, ne? Und niesen, genossen
hat ja was mit genießen zu tun, ne? Wenn man etwas genießt. Ja, das stimmt eigentlich. Also ist genossen eigentlich falsch bei niesen. Weil niesen heißt ja nicht genießen. Oh, was? Was drauf hinaus mit? Warst du mit dem Wassertempel schon gewesen? Ja. Krass. Das sind meine Prestige-Teile, damit gebe ich mal an von Freizeit so. Genau. Ja, ich habe noch keine Inneneinrichtung, weil ich kann das nicht. Okay, kein Problem. Hier, das war mein Balkon, den habe ich mal zusätzlich gebaut hier. Weißt du, warum ich den gemacht habe? Warum? Weiß ich auch nicht. Okay, alles klar. Ich habe den einfach hingebaut. Warte, mein Lager ist dann hier links. Oh, cool Handy eigentlich, dass das so laut ist. Ah, das habe ich schon gesehen. Hier ist mein Lager. Ja, das ist mehr oder weniger ordentlich. Da brauchst du nie Sorgen machen, dass einer was klaut, weil ich glaube, jedem zu blöd ist, alles rauszusuchen. Ey. Ja, hoffentlich. Also ich habe meine Diamanten zur Sicherheit erstmal in eine Endertruhe getan, weil ich nicht. Ich habe hier noch gar keine Ender-Chest, Stummkopf. Ich tu die immer, ich laufe immer zum Spawnpunkt da. Am Anfang, da tue ich das immer alles hin. Ah, okay. Ich habe auch ein bisschen hier, wie heißt es, von dem Lapis Lazuli da reingetan, weil ich ein bisschen verzaubert habe. Achso, ja, ja. Guck mal, ich habe hier auch, ich habe 25 Enderperlen. Ich könnte mir locker eine Ender-Chest bauen, weißt du? Ja, mir fehlt noch von so eine Blaze-Root, die fehlt mir. Ja, ich habe hier noch 7. Komm, wir machen uns so ein paar Ender-Chests. Warte. Da brauchen wir Obsidian auch noch, ne? Hast du? Oder müssen wir was holen? Boah, gute Frage. Weil wenn wir holen müssen, ich weiß, wo ist. Warte, hier. Obsidian, habe ich da... Nee, Block of Coal ist das. Du hast jetzt Blaze Rod und... Ja, jetzt haben wir hier diese 7 Ender-Augen. Die brauchen wir ja. Eigentlich viel zu viele. Ja. Ich mache mir nur einen. Die können wir ja eigentlich aufheben, weil wir hier den Ender-Dragon demnächst irgendwann mal alle machen. Da brauchen wir ja die Dinger um den zu suchen. Stimmt auch. Ja, ich leg mir trotzdem so in die Chest erstmal. Warte, ich brauche dann noch... ich muss noch einen Hopper machen oder 7. Fresh Rider schreibt in Chat, Genossen, da kommt der Russe durch. Genossen, da kommt der Russe durch. Ja, das stimmt vielleicht. So, Obsidian, weißt du wo? Ja, ich hätte bei mir, glaube ich, im hier, wo ich Strip meine, immer was. Aber das würde jetzt was dauern, bis wir das gefunden haben. Oder hast du auf Anhieb was, wo du wüsstest, dass da was ist? Warte, lass mich... Ich muss einmal ganz kurz zurück... Ja, ich wüsste wo. Ich musste einmal kurz zurück zu meinem Haus nur. Voll gut, wie du da stürzt. Ich habe meine läuft bei der Spitzhacke mit Silk Touch und Efficiency 5. Ja, ich habe eine mit Glück 3, also dieses Fortune. Ja, die habe ich auch noch, die heißt Glückerei bei mir. Ja, und da ist bei mir auch Efficiency und Unbreaking drauf. Ja, das habe ich auch, Efficiency 5 auf der und auf der. Ich habe einmal die Silk Touch und einmal die Fortune. Aber mit der Silk Touch arbeite ich lieber, weil wenn du Stone abbaust, kriegst du auch Stone, weißt du? Dann kannst du es direkt zu Brickstone machen. Was ich mich frage, bei dem Glück ist das ja so, wenn du was abbaust, was direkt rausdroppt, kriegst du ja mehr davon, ne? Genau, aber wenn das Block nicht. Ja, ja. Aber wirkt das, wenn man zum Beispiel Silk Touch drauf hat, für Blöcke dann oder nicht? Wie meinst du? Wenn du jetzt auf Silk. Ob das Glück dann für Silk Touch praktisch gilt, dass ich da mehr Blöcke kriegen kann. Das geht nicht, ne? Silk Touch macht dir nur das, dass du den Block kriegst, wie er ist. Ach so. Zum Beispiel, guck mal hier, siehst du den Grasblock? Ja, ja, den baust du so, wie der ist, jetzt ab. Genau, und da liegt da jetzt ein Grasblock. Ja. Ansonsten macht Silk Touch nicht mehr. Okay. Ich baue mal eben meine Erde hier rein, weil ich habe mein Inventar. Boah, das ist immer so nervig, ey, das ganze Inventar voll mit irgendeinem Blödsinn. Ey, deswegen will ich unbedingt so ein automatisches Lagersystem haben, was alles sortiert so. Ja, das ist echt. Da will ich so ein richtig großes mir bauen, dass ich die. Hier, ich gebe dir auch noch ein Geschenk, Begrüßungsgeschenk. 13 Emeralds, damit kannst du in meinem Marktplatz ein bisschen shoppen gehen, weißt okay, du? Okay, dankeschön. Weil da sind ein paar Outlets und so. Da, Leute, da brennt ein Iron Golem. Ja. Hab ich noch nie gesehen. Ja, dadurch, dass ich jetzt hier hinten bin, hat der Jamie auch gesagt, dass die andauernd in Betrieb ist, die Farm. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Guck mal, das ist unsymmetrisch, wusstest du das? Das Haus? Du hast ja unsymmetrisch gebaut, ne? Kann sein. Aber so richtig hard. Mir ist das egal, Hauptsache es sieht schön aus. Nein, sobald nicht symmetrisch ist, akzeptiere ich das nicht mehr als schön. Wieso? Symmetrie ist Minecraft-Pflicht. Das sieht doch aber alles gleich aus, oder nicht? Nein, guck mal, hier hast du eine Säule. Ach so, und da hinten nicht? Da hinten nicht. Und oben das Holz ist unsymmetrisch. Das kann sein. Und du hast links eine schwarze Kohlewand gemacht, rechts aber nicht. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist so eine S-Form praktisch. Ja, ja, jetzt erkenne ich das, okay.
Ja, aber das Holz ist trotzdem ungewöhnlich. Ja, das können wir ja noch ändern. Ah, okay, jetzt habe ich das gecheckt. Das soll so ein modernes Designerhaus. Juh. Ja. Von der High Society aus Deutschland. Komm, ah, du folgst mir. Jo. Gut. Folgen Sie mir. Wir holen uns Obsidian. Wenn ich das jetzt kann es sein, dass du hier hinten einen geheimen Villager hast? Wo? Hier hinten in den Bergen, weil ich hab da letztens so ein Loch gefunden, da meinten die Leute zu mir, ich sagte, was ist denn hier drinne? Und da meinten viele, da ist Kungas geheimer Villager drinne. Nee, nee. Ich hab einen geheimen Villager, ja. Aber meinst du das Loch hier? Ja, ja. Nein, nein, das war hier irgendwo da. Ja, warte, komm mit. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das ist nämlich mein Eingang. Mein Eingang zu meiner damaligen. Ja, hier ist das. Genau, hier habe ich immer mein Pferd abgestellt, wenn ich hierhin gereitet bin. Und hier wollte ich mit dir rein. Okay. Das war mein Strip-Mine-Höhle damals. Mein versteckter Villager, der ist ganz woanders. Okay. Der versteckte Villager, das Ziel bei dem ist, der ist der Einzige, der Karotten und Kartoffeln und Weizen und sowas für mich umtauscht gegen Emeralds. Okay. Und ich möchte nicht, dass die anderen den finden, weil die sich ja sonst die Emeralds selber machen können. Ach so, und dann... Weil deswegen habe ich auch die... Deswegen habe ich auch diese vollautomatische Farm gemacht. Damit das halt so ein Monopol bleibt. Holen die eigentlich Emeralds bei dir gegen Diamanten? Immer weiter. Rotpilz kauft bei mir immer weiter ein. Echt? Ja, ja, dieser Shop läuft, aber der ist gerade leer leider. Weil ich hole immer was, dann wird der mal instant aufgekauft. Hier ist Lava. Hast du einen Wassereimer? Nee, ich habe keinen mitgenommen. Ich habe auch nicht dran gedacht. Ich habe hier irgendwo Obsidian gehabt. Auf jeden Fall. Ah, korrekt. Da! Ich glaube, dafür bin da ich. Ist. Wo? Ah, hier, ja. hier. Pass auf, ne? Bei meiner Spitzhacke, weißt du, die heißt auch, läuft bei der. Okay. Bei der läuft echt, es geht so schnell. Ja, weil der hier geht auch schnell. Also 8 Stück brauchen wir, ne, für jeden. Ja. Okay, das reicht auf keinen Fall, glaube ich. Wow, pass auf! Wow! Das läuft hier rein. Also, ich habe jetzt 8 Stück mit dem hier. Na, cool, ja. Muss ich mir das noch irgendwie ergaunern. Ja, ich versuche dir zu helfen. So, das eine habe ich noch gekriegt. Vorsicht! Wow, Alter. Das läuft dann. Nun, ich brauche ja nur noch das. Ja, echt jetzt. Warte, ich habe hier ein. Genau, warte ich. Mit Holz, voll klug. Wow! Das brennt! Das fängt direkt an zu brennen. Warte mal. Ich weiß, wie wir das machen können, dass du da jetzt nicht das Lava von hinten reinläuft. Moment. Pass auf, dass du nicht auch anfängst zu brennen. Schnell. Kannst das abbauen. Ja, korrekt, schnell weg hier. Lass es verbrennen. Boah, dass du den Weg hier rausweist, ey. Du denkst, ich weiß es, warte, ich bin gerade verwirrt. Ich auch. Ich glaube aber, von hier sind wir gekommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, von hier oben, ne? Aber ich hab, was Höhlen angeht, habe ich eigentlich ein richtig gutes Gedächtnis. Schon immer gehabt in Minecraft. Hier oben ist eine Werkbank, das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Eigentlich nicht. Nein? Nein, das Werkbanken baut man immer nur, wenn man verwirrt ist und ich weiß, wo seine alte Base ist. Okay, hier läuft man im Kreis korrekt eigentlich. Vielleicht doch. Aber wir sind an keiner Workbench vorbeigelaufen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sind wir eigentlich auch nicht. Hey, das ist falsch hier. Wir haben uns verirrt in der Höhle. Zum Thema, ich habe ein gutes Gedächtnis. Ja. Ah, es geht hier ab, guck mal. Jetzt fehlt die Boah, wie viel Eisen. Ah, Gold. Hier, komm mal mit. Hier, das, daran erinnere ich mich noch von damals. Ja, Level 40. Oder nee, warst du das? Du warst ja, ich das. Bin Level 40. Aber bist du auch Level 40 ja. geworden? Ich bin auch 40. Von wo kamen wir hier unten vielleicht? Nee, wir sind nicht durch so einen engen Spalt hier gegangen. Da bin ich auch mir sicher. Ich glaub, doch, hier. Ach, hier. Da. Okay. So. Ah, wir können es ja hier direkt... die Ender-Chest machen. Wir haben eine Ender-Chest. Wir haben eine Ender-Chest. Sehr geil. Wir haben eine Ender-Chest. Ich muss nicht mehr zum Spawn laufen, um meine Diamanten aus der Truhe zu holen. Ja, Mann. Ich auch nicht so. Ich laufe jetzt nach Hause schnell und dann ist die Folge auch für heute fertig. Wie lange streamst du heute noch? Boah, bestimmt bis 22 Uhr bin ich noch am Start, ey. Boah, laber mich nicht voll. Krass, ey. Ist ja der letzte Stream für dieses Jahr. Morgen bin ich nicht da. Ah, okay. Wenn, dann vielleicht nur ganz kurz. Wie viele Menschen schauen dir denn gerade lachhaft zu? 890 und ich habe gerade eine Spende bekommen. Was? Ja, ich hatte gestern sogar über 1000. Alter, läuft bei dir richtig gut. Bist du auf der Startseite mittlerweile? Nein.
Woher kommt das? Ich wette mit dir. Craft Attack. Endercrack, danke für die Spende. Wie viel hat er gespendet? 3,33 €. Oh, ich muss. Danke. Einmal die Truhe. Oh, das Auge geht ja verloren, wenn man die kaputt macht, die Truhe. Ja. Es sei denn, du hast eine Silk-Tatschacke. Ah, okay, hatte ich jetzt nicht. Ich hab die, jetzt habe ich die außerdem kaputt gemacht, aber das ist kein Problem. Ich habe noch eins. Ja, du hast ja eh noch welche. Ansonsten mit der Silk-Tatschacke abbauen, das Beste, was man. So, dann gucken wir mal ganz kurz gleich, was der Endercrank geschrieben hat, Leute. Wenn ich jetzt hier in Ruhe zu Ende. Aber wo tue ich jetzt die Ender-Chest hin? Vor allem. Ich glaube, ich habe schon einen Platz. Ich stell die, glaube ich, schon in mein Haus rein. Besser ist das. Besser ist das echt. So, ich lasse die erstmal da. 44 Diamanten und 6 Emeralds. Ja, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für alle Livestream-Zuschauer von Kevin, dass sie mich ertragen mussten, dies und jenes. Ich bedanke mich bei Kevin, dass du mitgemacht hast. Ja, kein Problem, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ja, Mann, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Besucht den Kevin, steht in der Beschreibung. Gamers Time. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.